Ja, und ich darf jetzt Martina Merz zu uns bitten. Guten Abend allerseits. Danke schön. Rainer Esser, meine Damen und Herren, hat es schon erwähnt. Martina Merz, das wurde gestern bekannt, übergibt den CEO-Sitz in rund 6 Wochen. Zunächst mal vielen lieben Dank, dass Sie trotzdem gekommen sind. Wir haben abgemacht, dass wir bei dieser frischen Entscheidung nicht über die Hintergründe sprechen heute und stattdessen ThyssenKrupp dem Stahl, der Klimawende und diesen Dingen zuwenden. Und noch sind Sie ja auch CEO und Sie sind es eben noch 6 Wochen. Wer weiß, was da noch alles passiert. Sie sind eine wunderbare Zeugin für das, was wir heute besprechen. Sie sind Maschinenbauingenieurin von Haus aus. Sie haben Karriere gemacht bei Bosch und umliegenden Autozulieferern, waren dann lange Beraterin und multiple Aufsichtsrätin und dann eben Aufsichtsratschefin und CEO schließlich von ThyssenKrupp. Also stärker in die Industrie rein kann man eigentlich nicht gehen als mit Ihnen. Also Frau Merz, jetzt auch nochmal die Frage an Sie. Wie geht's uns? Ja, ich glaube, es geht uns. Ich bin ja tatsächlich, glaube ich, wenn man Ingenieurin ist, dann ist man das gerne und auch schon ein Leben lang, weil man immer sicher weiß, dass der Fortschritt passiert. Also man glaubt dran, dass wenn Menschen effizient interagieren und wenn Menschen gut ausgebildet sind, eine gute Qualifikation haben, dann finden sie auch Lösungen auf Herausforderungen. Und tatsächlich hat man als Ingenieurin ja schon den Vorteil, dass man das ganze Leben lang das schon erlebt. Also kann man jetzt die Hypothese haben, dass das auch weiter gelingen wird. Okay, also mit anderen Worten, wir dürfen darauf bauen, dass die Dynamik, die uns ja in den letzten 10 Jahren so ein bisschen ausgezeichnet hat, unter den neuen Umständen weitergeht. Ja, ich glaube allerdings, dass wir, also ich wage die steile Hypothese, dass die Herausforderung eher mit dem Wort Disruption verbunden ist, als mit dem Wort Transformation. Also dieses, wenn man sich mal kurz der Hypothese hingibt und sagt, hier treffen jetzt so viele Ungewissheiten gleichzeitig in eine Zeit, aus der heraus wir einen Weg entwickeln müssen, dann ist Transformation ein Prozess, glaube ich, der ja viel Gewissheit vermittelt, wo sie eigentlich nicht ist. Und wenn man sich fragt, was sind dann die Erfolgsfaktoren, wenn man es als Team Deutschland, sage ich jetzt mal, wenn man es als Team Deutschland jetzt mit einer veritablen Disruption zu tun hat, dann würde man die Erfolgsfaktoren einer veritablen Meisterung einer Disruption sind andere als die einer Transformation. Manche Leute in der Debatte, die es auch gut meinen, die sagen und die halten sehr daran fest zu sagen, wir haben im Grunde schon alles, was wir für die Klimawende brauchen. Und dann kommen die anderen, war heute Abend auch schon, die sagen, die Technologien, die wir brauchen, um wirklich die Klimaziele zu erreichen, die müssen wir erst noch entwickeln. Was stimmt denn jetzt? Also ich glaube, es ist von, also man kann nicht sagen, was stimmt nicht. Es ist von beidem, was wahr. Also man kann wirklich sagen, dass ganz viel, und ich nehme jetzt einfach mal Proofpoints, das ist ja ein ganz beliebtes Thema in Frankfurt, glaube ich. Ich nehme einfach mal den Proofpoint zu sagen, der Maschinen- und Anlagenbau in Deutschland und die Profitabilität des der Chemie und viele Prozesse, die vor uns sind, haben viel mit Umformung zu tun, also haben viel mit Prozessen zu tun, die aus der Chemie kommen. Da ist also viel Kompetenz vorhanden. Wenn wir also mal unterstellen, dass wir jetzt diese Ökosysteme aufspannen können, dass wir also in der Lage sind, die Kompetenzen, die wir an verschiedenen Ecken haben, zusammenzubringen und jetzt Technologie und Skalierung kombinieren können. Also einerseits die Technologiekompetenz einbringen und aber gleichzeitig eben auch sie skalierbar machen, dann glaube ich tatsächlich, und das ist ja auch der Grund meines Optimismus bei dem Thema, dass wir die wesentliche Erfolgsvoraussetzung ist, leistungsfähige Interaktion mit kompetenten Menschen, firmenübergreifend, branchenübergreifend, zum Beispiel Investitionsfähigkeit, wenn ich das mal als sicher wichtigsten Erfolgsfaktor für Industrieunternehmen, für uns, wir müssen investitionsfähig bleiben in R&D,
in Anlagen. Wir müssen investitionsfähig bleiben. Wann bleiben wir investitionsfähig? Wenn wir sexy sind als Unternehmen. Wenn wir also für Kapital die Voraussetzung schaffen, dass dieses Kapital bei uns gut angelegt ist. Und da kommen viele Themen zusammen, die erfordern, dass wir eben branchen- und bereichsübergreifend zusammenarbeiten und das als veritable Disruption betrachten und nicht andere angucken und sagen mir, wie geht denn diese Transformation, die eine scheinbare Wegbeschreibung voraussetzt, wo wir aber die Voraussetzungen für diese Wegbeschreibung noch nicht haben. Engineering tomorrow together. Sagt Ihnen das was? Das sagt mir was, ja. Ich habe ja früher mit der Bielmach für ein Unternehmen gearbeitet, das Technik fürs Leben gesagt hat, ganz ähnlich. Also Engineering tomorrow together, genau. Also das ist der Slogan von ThyssenKrupp und sagt eben, wir sind nicht nur Stahl, wir sind zu einem Drittel Stahl, sondern wir sind auch Zulieferer und Dienstleister der Energieindustrie, der Erneuerbaren, wie auch noch Öl und Gas. Wir sind ein Mobilitätsunternehmen, wir sind für den Bau tätig und vieles mehr. Wie grün ist denn der Konzern schon? Also der Konzern befindet sich natürlich im eigenen auch in der Transformation, aber tatsächlich profitieren wir von der Nachfrage, die jetzt insbesondere in Gebieten stattfindet, wo diese Kompetenz nachgefragt wird. Ich mache das mal an Beispielen fest, die man kennt. Wer hätte jetzt vermutet, dass mitten im Ruhrgebiet ein 200 Jahre altes Unternehmen den größten Wasserelektrolyseur der Welt baut? Und dieses auch noch, also ohne jetzt, ich will jetzt nicht irgendwie, also kaufen Sie ThyssenKrupp-Aktien, es lohnt sich. Aber das wollen Sie nicht sagen, oder wollen Sie es doch sagen? Will ich sagen. Ah, okay. Also tatsächlich ist es so, wir haben Wasserelektrolyseure, wir bauen auch die größte Ammoniakfabrik der Welt. Wir bauen einen Cracker in Deutschland, wir haben in Deutschland ein Konsortium deutscher Zementhersteller und sind sicher bei der IP des Zement, also des CO2, nahezu CO2-freien Zementherstellung, sind wir sicher in der Welt sehr weit. Und dieses Konsortium wird auch, also das geht auch irgendwann an den Markt als Konsortium von 4 Kunden und einem, der die IP und die Anlage baut. Das ist ein Musterbeispiel, wie Deutschland seine Weltmarktposition in vielerlei Hinsicht verteidigen kann. Man kann ThyssenKrupp ja da fast als so eine Art Konjunkturbarometer für die grünen Märkte nehmen. Wo läuft es richtig gut und wo läuft es noch nicht so? Kann man also das sagen? Es läuft richtig gut und das ist wirklich eine gute Frage, Herr Häuser, weil das zeigt tatsächlich auch den Handlungsbedarf, wo ich glaube, dass jetzt zum Beispiel, nicht umsonst bin ich da, weil der Stefan Wintel ist ja auch da, tatsächlich, ich glaube, dass jetzt der KfW eine besondere Orchestrierungswirkung, haben kann. Tatsächlich ist es ja so, dass diese Technologien, bis die Marktreife entsteht und vor allen Dingen bis das Gesamtdreieck gegeben ist. Und das Gesamtdreieck ist sehr wichtig, glaube ich, um das Verständnis der Disruption zu haben. Wir müssen ja, also die günstigste, meine ich jetzt, die kostengünstigste Veränderung findet ja immer dann statt, wenn sich die Supply-Seite, also da, wo die Anbieter sind, mit der Demand-Seite, die Nachfrageseite und die Infrastrukturseite, wenn dieser Aufbau dieses Dreieckes, je besser koordiniert der erfolgt, desto günstiger wird es sein. Weil wenn irgendwo Überkapazitäten oder Unterkapazitäten sind, muss die irgendeiner bezahlen. Deshalb wird es sehr relevant sein, dass die Investitionsfähigkeit der verschiedenen Spieler mit der Kapitalseite und der Bereitstellung, der intelligenten Bereitstellung und Incentivierung. Das ist super wichtig, ein super wichtiger Standortfaktor. Es sind ja nicht nur Lohnkosten. Es ist auch wichtig, dass wir dieses Dreieck der Transformation, dass wir das intelligent zusammen hochfahren sozusagen. Das erfordert eben, dass wir uns abstimmen. Da ist ja wieder der grüne Standortwettbewerb. Ja. Bei Robotern beispielsweise, bei Digitalunternehmen, da gab es eine Zeit lang in Deutschland die Furcht, dass es einen Ausverkauf gibt, dass wir also die Technologien zwar entwickeln, aber dann irgendwie
per Verkauf ins Ausland befördern. Mir ist aufgefallen bei ThyssenKrupp, Sie haben letztes Jahr die, wie heißt das, Thyssen Mining verkauft. Die hatten beispielsweise eine Partnerschaft mit einer potenziell riesigen Lithiummine in Chile. Mir ist natürlich jetzt aufgefallen, in dieser Woche, dass es sehr gut sein kann, dass der, wenn man so will, der Wärmewendenkönig von Deutschland, Fiesmann, sein Hauptgeschäft in die USA verkauft. Laufen wir wieder Gefahr, apropos Investitionen, dass wir das Zeug aus der Hand geben? Also die Gefahr ist sicher nicht null, aber die Gefahr ist umso kleiner, je schneller wir die Treiber, also je schneller wir uns klar machen, welche Treiber dieser, und meine ich jetzt mal vereinfacht gesagt, welche technischen Treiber und welche anderen Treiber wir in der eigenen Hand haben. Und ich denke, also ich spreche das so offen aus, wenn Sie erleben, was für eine Energie entsteht, wenn eine unternehmensübergreifende Gruppe im Pullover und der Jeans im Flieger sitzt und irgendwohin zusammenreist, dann stimmt einem das extrem zuversichtlich, weil da plötzlich so ein Core-Geist entsteht, so ein Teamgeist. Und ich denke, das ist also dieses Team Deutschland, wenn ich das mal so nennen darf, das Team Deutschland für die Transformation ist aus meiner Sicht für alle Faktoren der Erfolgsfaktor Nummer eins. Wenn man die Klimakonzerne, ich habe es vorhin bei Ottmar Edenhofer schon mal angesprochen, wenn man die Klimastrategien der großen Unternehmen mal nebeneinander legt, dann fällt auf, dass da in diesem Klimaneutralitätsversprechen wahnsinnig viele Dinge da sind, die es noch nicht in großem Umfang gibt. Also grüner Wasserstoff bis zum Abwinken, CCS, also das Auffangen und Bunkern von CO2 bis zum Abwinken. Wo soll das alles herkommen, dazu noch bezahlbar? Ja, also ich fange mal an beim Thema Wasserstoff, weil da gibt es jetzt, und natürlich bei den anderen Themen auch jetzt wie Ammoniak, aber ich mache es mal am Thema Wasserstoff fest. Sie brauchen natürlich den Mut, die Technologie bis zum gewissen Stand zu entwickeln, und dann brauchen Sie Partner, mit denen Sie skalieren können. Diese Partner sitzen natürlich nicht unbedingt da, wo nicht so richtig viel Wind und nicht so richtig viel Sonne ist. Also hat es natürlich was damit zu tun, dass Deutschland auf der Energieseite auch Energiepartnerschaften eingeht. Also wir werden tatsächlich mit Partnern zusammenarbeiten, die wir bislang in unserem Universum nicht gebraucht haben. Wir haben früher, sage ich mal, haben die Automobilzulieferer durchaus stark über China skaliert. Das wissen viele. Wir würden jetzt auch nicht gesagt haben, dass jetzt Europa gereicht hätte, um Weltmarktspieler in der Automobilindustrie zu werden. Genauso wird es für die Energiewende nicht reichen, dass wir in unseren heutigen Märkten bleiben. Wir müssen Energiepartnerschaften aufbauen und müssen die auch als Innovationspartnerschaften entwickeln. Das geht nicht so, dass man sagt, okay, wir machen es. Und wenn ich das Thema Wasserstoff weiterführe, wenn Sie sehen, dass ein Land, nehme ich das Beispiel Saudi-Arabien, da hat, und ich finde das wirklich gut, der Bund hat uns ermöglicht, sehr früh in Saudi-Arabien eine Anlage aufzustellen, die wir als Element One genannt haben und auch noch ist. Und wir werden aus diesem Element One heraus, aber jetzt den größten Elektrolyseur, der ist im Bauen, und er wird auch noch deutlich größer werden. Die Saudis haben tiefe Taschen und bauen ihre fossile Energieindustrie sozusagen jetzt zu einer nicht fossilen um. Und da ist es für uns wirklich wichtig, glaube ich, dass wir als Technologieunternehmen in Deutschland jetzt diese Partnerschaften wirklich, sage ich mal, wirklich entwickeln, leben und ein bisschen aus unserer Depression rauskommen. Und Depression hat ja was damit zu tun, sie entsteht meistens, wenn man zu viel alleine ist. Da ist wieder Ihr schönes Thema der Verbindung knüpfen. Und wenn ich noch mal meinem Ruf als Überspitzer gerecht werden darf, wollen Sie nicht im Grunde, dass wir mehr China werden? Weil das sind ja die Dinge, die Chinesen tun. Die streben Rohstoffpartnerschaften an, die streben Technologiepartnerschaften an, versuchen sozusagen, sich die Dinge zu sichern, die sie brauchen. Nee, ich glaube tatsächlich, Deutschland hat, und Sie haben es ja vorher gesagt, mit der Ausgangsposition, dass wir dann Nummer zwei Technologie
Also wir sind die Nummer zwei hinter China, was das Thema Technologien für Green. Also wir sind die Nummer zwei Green Tech Enabler, könnte man auch sagen. Wenn wir die Nummer zwei Green Tech Enabler sind, sind wir geostrategisch der überall Verträgliche, wenn ich das mal so sagen darf. Wir haben also sehr große Märkte als Nummer zwei, die uns offen gegenüberstehen, weil wir auch für ein Menschenbild stehen, weil wir für einen Umgang mit Gesellschaften stehen, die uns zum beliebten Partner machen. Das muss man so schnell wie möglich nutzen. Und das können wir nur dann nutzen, wenn wir es aus unserem Kern heraus tun. Aber ich würde sagen, die Nummer zwei Green Tech Enabler ist eine veritable Superausgangsposition, die keinen Grund für Depression bietet, sondern den Grund, sich zusammenzuraufen und diese geostrategische Superposition auszunutzen. Und dafür braucht es eben jetzt Investitionsfähigkeit. Und Investitionsfähigkeit braucht grüne Leitmärkte überall. Es braucht jetzt irgendwie den Mut, Kapital in diese Nummer zwei Position zu schieben. Dann braucht es aber, beziehungsweise was dann nicht passieren darf, ist, dass Deutschland und Europa sich aufreiben lassen in dem Systemwettbewerb zwischen China und den USA, oder? Nee, ich glaube, erstens glaubt man ja sowieso in der Wirtschaft, auch wenn es jetzt total old-fashioned ist. Wunderbar. Aber natürlich glaubt man an die Kraft von Interaktion. Man glaubt nicht dran, dass einem das Beste einfällt, wenn man allein im Stübchen sitzt. Und dabei bleibe ich auch, auch wenn es manchmal politisch unkorrekt ist, aber im Stübchen fällt einem meistens nicht das Beste ein. Weil da wird man ja depressiv. hat der Stahl in Deutschland, wo grüne Energie, grüner Wasserstoff und so relativ schwer herzustellen, relativ teuer sind aufgrund des Wetters. Hat der Stahl in Deutschland eine Zukunft? Ja, hundertprozentig. Und zwar, ich muss kurz ein bisschen belehrend sein, um die Hypothese zu unterlegen. Ich bin vereinfachend, Sie sind belehrend, das passt heute super zusammen. Entschuldigung. Nein. Aber man muss ja wissen, im Stahl gibt es die eigentliche Stahlherstellung. Das ist das, was man so in Hochöfen, was man so mit dem Hochofen verbindet. Und es gibt die Stahlweiterverarbeitung. Der wahnsinnig energieintensive Prozess ist natürlich der am Anfang der Prozesskette. Jetzt diskutiert man viel, wie bei Chips beispielsweise, über das, dass man integrierte lange Wertschöpfungsketten braucht für die Kompetenz. Die braucht man auch, deshalb fördert Deutschland zu Recht bei den Stahlunternehmern die Schritte in die lange integrierte Wertschöpfungskette. Was aber nicht heißt, dass man in einem weiteren Skalierung vielleicht doch Teile dieses Hochofenprozesses, nicht des Weiterverarbeitungsprozesses, weil der ist für die Wettbewerbsfähigkeit, der braucht die Skalierung. Aber dieser energieintensive Prozess am Anfang ist durchaus einer, wo man sagen kann, der bietet Raum für Energiepartnerschaften. Wenn wir jetzt sagen, wir kaufen grüne Vorprodukte ein und wärmen die auf, jetzt vereinfacht ausgedrückt, da werden jetzt mal unsere Stahlis mir die Ohren abreißen für, aber sagen, okay, wir nehmen diesen Teilprozess. Da lohnt es sich, glaube ich, hinzugucken. Und wenn dieser grüne, dann ist es geht nicht immer um das Überbegriff Stahl, es geht schon um die Wertschöpfungskette, um genauer hinzugucken. Mhm. Wenn man auch in andere europäische Länder schaut, dann sieht man Unternehmen wie H2 Green Steel in Schweden, die mit Hilfe sehr günstiger und im Überfluss vorhandener schwedischer Wasserkraft da im Norden des Landes sagen, ab 2026 können wir 100% grünen Stahl herstellen. Wird einem da nicht ganz anders in Essen? Nö. Also wird es uns nicht ganz anders, weil natürlich ist H2 Green Steel auch ein potenzieller Zulieferer dieser ersten Phase. Verstehen Sie, das sehe ich jetzt. Also zweitens ist es so, dass, kommen wir mal auf das Thema Schweden, Sie wissen vielleicht, dass ich in Schweden einen Aufsichtsratssitz habe. Und ich glaube, Schweden ist ein gutes Beispiel, wie ein 5-Millionen-Völkchen weltweit einen ziemlichen Wumms machen kann. Und tatsächlich denke ich, dass natürlich H2 Green Steel potenzieller Zulieferer, potenzieller Partner, auch potenzieller Wettbewerber ist. Aber wenn man vor allem Angst hat, dann ist man in einer anderen Depression. Genau. Schon wieder. Mensch, wir müssen da raus vom März. Das geht so nicht weiter. Aber sozusagen unsere,
in Anführungsstrichen, also die deutschen und kontinentaleuropäischen Unternehmen, können da mithalten? Ja? Also, ich meine, im Wettbewerb kann man nie die Arroganz besitzen, zu sagen, man wird sicher bei allem mithalten können. Ich denke, das ist unser tägliches Brot, uns als Unternehmen immer zu überlegen, wo ist jetzt Wettbewerbsfähigkeit einigermaßen sicher, wo ist sie weniger sicher und wo ist sie eher unwahrscheinlich. Und so allokieren wir unsere Mittel. Es geht darum, darum sage ich ja, diese Transformation ist eher eine Disruption. Und wie wird jetzt die Kapitalallokation am sichersten? Sie wird dann am sichersten, indem man sie im Ökosystem hat. Indem man weiß, die Spieler, die mit mir im Ökosystem diese nächsten Schritte machen, wir machen das gemeinsam. Wenn wir jetzt zum Beispiel diesen Elektrolyseur bauen in Saudi-Arabien, dann entwickeln wir natürlich auch, sag ich mal, dann kriegen wir ja eine Skalierungsbasis. Ich glaube also tatsächlich, die beste Chance für Wettbewerb und beste, optimalste Kapitalallokation ist am Ende unsere Interaktion. Sorry für diese vielen Aktionswörter. Nein, aber und ist die Bereitschaft dafür nicht nur bei ThyssenKrupp, sondern in der deutschen Wirtschaft gegeben? Also, ist das verstanden? Also ich erlebe ehrlich, und das ist jetzt, steht jetzt im starken Kontrast zu dem, was gestern veröffentlicht worden ist. Also tatsächlich habe ich ja im Ruhrgebiet zusammen mit anderen Unternehmen hatten wir so eine Initiative gegründet. Fürs Ruhrgebiet ist das eine große Herausforderung, aber auch eine große Chance, weil das Ruhrgebiet ja so viel Skalierung, da wird eine Wasserstoffpipeline hingehen, da wird alles hingehen. Da wird also, das sage ich auch laut, weil wenn Sie so eine Basis haben, so einen industriellen Ballungsraum, der skaliert sehr schnell. Technologie ist eine Sache, aber schnelle Skalierung durch dieses ewige Tal da schnell durchzugehen, ist natürlich die andere Chance. Also ich denke tatsächlich, dass Unternehmen wie ThyssenKrupp, und so gibt es ja in Deutschland viele, dass wir diese Technologie, und die Beispiele gibt es auch bei uns, die Technologie freischälen müssen und dem Markt präsentieren. Das steht etwas, da kommt man schnell in die Diskussion über Konglomerat oder Nicht-Konglomerat. Das ist jetzt Kapitalmarktfrage, aber Deutschland muss Sexiness für Kapital entwickeln. Und wie entwickelt man das? Am besten, indem wir unsere Technologie als solches zeigen und sie auch selber einsetzen. Jetzt frage ich Sie nochmal als ehemalige Bosch- und Automobilzuliefererfrau auch, und natürlich bei Thyssen gilt das auch. Wie sexy, wie gut ist die deutsche Autoindustrie im Moment? Einerseits gibt es da diese fantastischen Gewinne, andererseits schwindende Marktanteile bei E-Autos in China, sicher noch Probleme mit der Digitalisierung, weniger als mit der E-Motorisierung. Wo steht Ihres Erachtens dieser wichtige Teil der deutschen Industrie? Also tatsächlich denke ich am sehr entscheidenden, an einer sehr entscheidenden Wegscheide. Was man ja sieht, das ist auch eine multiple Herausforderung, weil das Thema einerseits Antriebstechnologie und andererseits das autonome Fahren. Also das autonome Fahren hat viel mit Plattform zu tun, hat viel mit IT zu tun, hat viel mit richtig riesiger Skalierung auch über, möglicherweise über Firmen hinaus zu tun, plötzlich ganz neue Partner, während beim Thema Antriebstechnologien, ich würde mal sagen, Deutschland einen gewissen Standortnachteil hatte. Wir haben sehr, und den jetzt überwindet, wir haben sehr lange an Verbrenner festgehalten, das muss man sagen. Und dann kann man sich natürlich auch fragen, ob jetzt ein 2-Tonnen-Hybrid die Antwort auf die Herausforderung ist. Also tatsächlich glaube ich schon, die Chinesen haben natürlich es viel leichter. Die müssen ja nicht an bestehenden Marktgröße innerhalb eines bestehenden Marktes transformieren. Die gehen voll in den wachsenden Markt rein und gehen mit neuer Technologie rein. Also ich muss gestehen, ich sehe die deutsche Automobilindustrie aus ihrer schieren Kompetenz heraus. Glaube ich, wird man das schaffen. Aber man muss verstehen, dass die digital, also wir reden ja heute viel über Klima, aber das Thema Digitalisierung ist auch ein Klima. Positiver Klimabeitrag und ist super wichtig für den Standort. Und da muss man verstehen, dass auch neue Verbindungen eingegangen werden, sieht man ja.
Und zwar auch jenseits der Autoindustrie. Ne? Übrigens, Sie sagen das ja alles als jemand, der seit 10 Jahren kein eigenes Auto mehr fährt oder hat. Ne? Ja, weil ich auch glaube, das ist jetzt zum Beispiel ein typisches, also die Depression hat natürlich auch was mit Aging Society zu tun. Auch älter werden da sind wir ist schon immer wieder. Noch wir näher. Wir wollten das doch nicht mehr besprechen. Nee, ich denke tatsächlich, wenn man, also das Thema Shared Mobility ist natürlich, da wirft ja die Generation, die junge Generation, unser gewisses Beharrungsvermögen vor, würde ich mal sagen. Also ich lebe in Städten und besitze tatsächlich kein privates Fahrzeug. Das ist eine gewisse Übung. Ich will auch nicht, weil ich komme vom Land, wie Sie wissen, da geht es gar nicht ohne eigenes Auto. Aber wenn man in großen Städten lebt, kann man viel tun. Wofür ich aber werbe, ist jetzt nicht das Thema, weil ich bin ja, ich muss sagen, die Automobilindustrie treibt vieles über die Mobilität hinaus. Also es ist ein Innovationstreiber allererster Güte. Aber wofür ich tatsächlich werbe, ist schon, ich glaube, meine Generation hat bei dem Thema neue Geschäftsmodelle, neue Arten, wie wir, sage ich mal, nach vorne kommen, da brauchen wir das Beispiel genauso wie bei der, das ist eine holistische Veränderung, eine gesellschaftspolitische Veränderung, da braucht es auch, also das, da braucht es einfach Offenheit und diese Offenheit, die erwartet die Jugend von uns, glaube ich, und deshalb müssen wir der auch Proofpoints nachfolgen lassen. Wunderbar. Was die Jugend sicher auch erwartet, jedenfalls zum Beispiel meine Kinder, ist, dass wir noch deutlich besser werden in der Digitalisierung. Sie haben es schon gesagt, im Grunde ist das Digitale die Schwestertechnologie zum Grünen. Ne? Egal, ob man jetzt an moderne Energienetze denkt, also interaktive, intelligente oder eben an selbstfahrende Autos und dergleichen. Warum kommen wir anscheinend zumindest so schlecht vom Fleck? Also da ist, das ist, würde ich sagen, quasi dasselbe Thema. Erstens, sage ich mal, hat es, glaube ich, ist jetzt vielleicht etwas vereinfacht, hat schon ein bisschen was, ist schon ein Unterschied, ob man, wenn man jetzt Inder ist, beispielsweise, wenn man ein Durchschnittsalter von 29 in der Gesellschaft hat, ist es schon eine andere Sache als bei uns. Dann ist das Thema, hat man da lange, glaube ich, in der Qualifikation, in der Ausbildung, hat man vergessen, die 40 plus mitzunehmen, wenn ich das mal so sagen darf. Und dann fehlt es natürlich gigantisch an Infrastruktur. Ich meine, diese Infrastruktur, die ja praktisch in allen Bereichen, ich habe es vorher auch beim Thema Klima, also Infrastruktur ist das, was Deutschland investieren muss. Und ich glaube auch, dass dafür dass es dafür noch mehr Beitrag braucht, weil da ist Schnelligkeit ist alles, würde ich sagen. Also man kann viel predigen, aber viel hilft viel. Jetzt haben wir ja abgemacht und ich habe da überhaupt kein Problem mit, dass ich nicht frage nach dem, was gerade bei Thyssen passiert, aber in die Zukunft darf ich ja fragen. Und nach allem, was Sie uns heute hier gesagt haben, habe ich sozusagen zwei Berufsvorstellungen für Sie. Dankeschön. Bitte sehr. Also das eine wäre, wollen Sie nicht ein Automobilunternehmen übernehmen? Ein Automobilunternehmen? Ja, die Führung. Also ich schließe nichts aus. Wunderbar. Aber ist jetzt egal, was Sie mich fragen. Ist jetzt egal, wenn Sie mich fragen, ob ich Bäckerei-Weltmeisterin werden will, was ich auch nicht ausschließe. Das darf man als Schwäbin, glaube ich, auch nie ausschließen. Aber das andere wäre natürlich Politik. Sie reden sozusagen in einem Gesamtbild wie ganz wenige. Schließen Sie auch nicht aus, ne? Also ich glaube, dass wir alle ein bisschen politisch sein müssen und ich glaube, dass unsere Politiker alle ein bisschen Wirtschaftsmenschen sein müssen und dass es nur geht, wenn wir tatsächlich nicht übereinander reden, sondern miteinander. Also ich finde es wirklich schädlich, wenn ich mir das mal einfach so erlauben darf. Ich glaube, diese alltägliche aufeinander einschlagen, das nimmt uns die Glaubwürdigkeit. Wir müssen wirklich nicht übereinander reden, sondern miteinander reden. Das ist die einzige Chance, mit einer Disruption vernünftig umzugehen, weil keiner hat die Wahrheit. Ob er aus der Wirtschaft kommt, aus der Politik oder aus der Wissenschaft. Es ist jetzt was, und das glaube ich übrigens, hat Deutschland den Chinesen voraus. Wir sind ein kleines, winziges Land im Weltmaßstab. Uns ist es relativ leicht, uns an einen Tisch zu setzen. Das ist unsere große, große Chance. Deswegen denke ich,
wenn man sagt, was muss Führung heutzutage machen? Führung muss über den eigenen Bereich hinaus gestaltend sein wollen, glaube ich schon. Frau Merz, genau damit, mit dieser Aufforderung zum Miteinander reden, gehen wir in diesen Abend, wo wir miteinander reden wollen. Ich danke Ihnen von Herzen und wünsche einen schönen Abend. Dankeschön, Herr Holzer. Dankeschön. Danke.